Guten Morgen, meine lieben Zuhörer und neuen Abonnenten. Danke erstmal dafür. Und heute haben wir den 19. März 2024 und komme zum dritten Teil. Wer kontrolliert die Bundeswehr und wer kontrolliert die NATO? Ja, NATO wird ja kontrolliert vom Pentagon, Amerika. Amerika ist ja hier die Welt, Polizei noch und ne, mit ihren militärischen Ausrüstungen. Mit ihren militärischen Ausgaben sind sie ja führend weltweit. Das ist so durch 11 Flugzeugträger, die F-35, die werden ja hier von Lockheed Martin hergestellt und Amerika hat 2470 Flugzeuge wohl da bestellt. Und ich denke mal, da bekommen die deswegen auch diesen Mengenrabatt, den ich ja in Teil 1 und Teil 2 jetzt hier mal angefragt habe, warum Deutschland hier den dreifachen oder 3,5-fachen höheren Preis zahlen muss. Ich nehme mal an, wegen dem Mengenrabatt. Ja, aber wie ich auch schon festgestellt oder euch gesagt habe im Teil 1 und Teil 2, dass hier große technische Mängel da noch sind, die müssen abgestellt werden. Ich will hoffen, die werden noch abgestellt, dass wir da nicht so ein Debakel erleben wie 1970 mit den Starfightern, die ja auch Einstrahldüsenflugzeug war oder Kampfjet war, wo ja auch einige deutsche Piloten da ums Leben gekommen sind. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Nur halt in den Kommentaren schreibt ihr ja auch schon rein, was wollen wir damit? Wofür brauchen wir sowas? Wofür brauchen wir solche Militär? Ausgaben, solche modernen Flieger, reicht jetzt hier für als Abschreckung nicht mehr der Eurofighter? Anscheinend nicht. Anscheinend haben wohl die Russen wohl auch hier mit ihren MiGs, wie die heißen. Das sind ja auch, die sind ja auch mit ihrer Technik immer weiter, Überschallflugzeuge oder halt die Chinesen. Und klar, da muss man natürlich weiter aufrüsten, Geld für die Rüstung ausgeben, das weltweit als Abschreckung. Klar, war der Kalte Frieden, da muss man ja auch ganz klar da sehen, wo Warschauer Pakt und die NATO sich so hochgerüstet haben, bis es nachher nicht mehr ging. Weil wirtschaftlich ist ja damals da der Warschauer Pakt zusammengebrochen und ohne einen Schuss ist hier die deutsche Wiedervereinigung nur halt mit einem Vertrag, mit diesem 4 plus 2 Vertrag, wo wir sagen, oder wo Genscher gesagt hat, leider nur mündlich, keine weitere NATO-Osterweiterung. Und ich finde es halt sehr, sehr gefährlich, wo jetzt die NATO steht. Da ist ganz kleine NATO-Osterweiterung. Und wie ich immer sage, wenn jetzt Russland Amerika wäre, gäbe es keine Ukraine mehr, würde das so aussehen wie jetzt im Gazastreifen. Aber das wird jetzt hier wieder in die falsche Richtung gehen. Es geht ja hier um den F-35 Kampfjet von den Amerikanern. Ich habe mir da gestern ein paar Notizen hier rausgemacht, die ich euch gleich nochmal kurz zusammenfasse am Schluss. Aber gehen wir jetzt erstmal rein in, ja, und die Wehrbeauftragte hat ja auch noch kritisch gesagt, was alles bei der Bundeswehr kaputt ist. Gehen wir auch nochmal kurz rein, dass das Video hier nicht zu lange wird. Und dann natürlich diese Taurus-Gespräche, wo da vier Generäle, hier einer, hier ist ja der höchste, glaube ich, ist hier dieser, wie heißt er, Ingo, ja, habe ich mir, glaube ich, auch, Ingo Gerhardt und Uwe Fenske und ja, der Herr Gerske, wie der heißt, also ne, vier Generäle und, glaube ich, hat sich noch einer dazugeschaltet, einer saß in Singapur, könnte, glaube ich, auf X, auf Twitter nochmal auch anhören, wenn er da irgendwie Taurus-Gespräche da einklickt. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile rausgenommen haben. Ich habe jetzt hier nochmal so kleine, weil es geht ja auch erstmal die Tatsache an sich, dass das abgehört wird, dass so ein Gespräch überhaupt über so eine Leitung geführt wird, als wenn das ganz normal wäre. Die reden da ganz normal über Vernichtung der Krimbrücke, also Angriff auf russischem Boden, was ja schon sehr brisant ist. Aber da waren ja noch mehrere Themen und die Experten, die sich da richtig da reingehört haben oder auskennen, haben da Teile jetzt rauskopiert und die möchte ich euch mal zeigen, dass die Amerikaner hier auch involviert sind. Okay, wer neu ist, kostenlos Abo, kommt auch Tare drunter schreiben und man macht da eh und Video teilen und dann sage ich mal rein in die Berichte.
So, meine lieben Zuschauer, jetzt bin ich hier auf, ich ziehe das mal kleiner. Hier ist mein Account, hier unten, da bist, ne, wo die Maus ist. Und jetzt geht's hier schon los. Hier bin ich jetzt bei X, also Twitter, und habe hier in den Search-File eingegeben, Gespräch Taurus, Taurus-Gespräch. Das findet man hier nochmal, ne? Wer kontrolliert die Bundeswehr? Übersehenes Detail aus dem Luftwaffenmitschnitt. Ein wichtiger Punkt fand im abgehörten Taurus-Gespräch bislang keine Beachtung. Die deutschen Offiziere besprachen ihre Angriffspläne mit US-Generälen, noch ehe sie ihren eigenen, warte, ich klappe mal hier auf. Also hier geht's noch einen, der hat sich hierzu geäußert. Und glaube ich, da unten, da nochmal. Also man findet hier noch einige Berichte über einen kleinen Ausschnitt. Hier, der dauert nur 2 Minuten 16, 2 Minuten 13. Und da gehen wir auch gleich mal rein. Ich lasse euch den ab, ich spiele euch den vor. Und worum es da eigentlich geht, das Magazin Free 21 kenne ich nicht. Aber US-Generäle sind da auch mit involviert. Also es fallen zumindest da die Namen. Aber hört selber. Mal gucken, dass ich am Anfang bin. Also. Da war ich gerade was bringen. Und da ist ja auch dieser berühmte Swimmingpool, wo du dann praktisch direkt da. Aber it is quite yogurt here. Ja, aber deshalb habe ich jetzt auch, das ist natürlich das Geile bei so Veranstaltungen, dann trifft der Gott in die Welt. Und ich habe diesen Schneider heute getroffen. Das ist ja der Nachfolger von dem Wilsbach und dem schon mal von unserem Plan erzählt. Und dann muss ich, wann ist jetzt nochmal deine Reise nach Alaska? Showtime wird sein der 19. März. Ich reise am Wochenende an, 19. März, Dienstag bin ich, Montag, Dienstag bin ich schon da. So, mhm. Ja. Weil wir da nochmal vorbei müssen, meinst du, oder was? Ja, ich muss da tatsächlich nochmal hin, wie gesagt, der ist ja erst 2 Wochen im Amt und er wusste gar nicht, wovon ich rede. Und deshalb habe ich gesagt, dann komme ich lieber nochmal vorbei, weil das war ja Oktober, wo wir da dem Wilsbach das alles vorgestellt haben. Ich gehe mal raus und mache nochmal hierzu einen anderen Blickwinkel, damit ihr mich wieder seht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, also der medizinische Abschirmdienst hier aus Deutschland hat ja dieses Gespräch als echt eingestuft. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass da, was da besprochen wird, auch der Wahrheit entspricht. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also Wilsbach ist der Ältere oder Schneider der Neue, also US-Generäle aus der Pazifikflotte. Also hohe Generäle der US-Streitkräfte sind hier im Gespräch und die sollten dieses Thema Taurus-Angriff auf Russland, ja, die Krim gehört ja zu Russland, ob man das wollen oder nicht, die wird auch nicht mehr zurückkommen. Da können wir die Brücke zerstören, alles was wir wollen. Das wird Russland bis aufs Blut verteidigen, da machen wir uns ja mal ehrlich. Da ist die Frage, wie weit wir eigentlich hier gehen wollen. Und wenn denn solche Gespräche kommen und solche Ausgaben getätigt werden, was wenn wir jetzt hier die Werbeauftragte Eva Högel hören, gleich, wie in welchem desolaten Zustand unsere Bundeswehr eigentlich ist, da haben wir, glaube ich, gar keine richtige Vorstellung. Materialschwäche,
Materialmängel, Personal wird immer älter, es wollen keine dahin, Toiletten kaputt, Küche zu, die Küche ist zu, weil ja keine Wehrpflichtigen mehr da sind. Da muss man das ja gar nicht mehr alles so instand halten. Ich weiß gar nicht, wo die Berufssoldaten da essen gehen. Müssen die ihr Essen mitbringen oder außerhalb essen gehen? Alles irgendwie, also wer da im Dienst ist, kann ja mal berichten, wer da nähere Kenntnisse hat, auch hier zu diesen Gesprächen. Aber das ist ja alles streng vertraulich. Ne, das ist ja ein ganz brisantes Thema. Und hier der Kauf oder wenn hier so ein rote Kieselwetter, überleg mal, Zeitenwende mit 100 Milliarden Euro neuer Schulden. Sondervermögen gleich, müsst ihr direkt umdenken. Das können die meisten ja schon gar nicht. Oh, Sondervermögen, das Geld liegt da irgendwo in der Schublade. Ja gut, da können wir ja neue Flugzeuge davon kaufen, neue Kampfjets. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also Sondervermögen sind immer gleich Schulden. Das ist ja immer dieses ganze Neusprech, weil ich ja auch schon in einigen Videos euch gesagt habe, passt da auf, das sind neue Schulden. Und wenn denn ein Herr Roderich-Kiesewetter davon redet, man müsse nochmal 300 Milliarden Euro investieren, um das alles hier aufzubauen, die Bundeswehr ganz neu einzurichten, von den Stiefeln, von den Helmen, von den Unterhosen angefangen, alles fehlt. Ja klar, wir sind ja auch nur, ich weiß gar nicht, wie viele sind zurzeit bei der Bundeswehr angestellt, 200.000 fest, ich weiß es gar nicht, habe ich gar keinen Überblick, wer das weiß, kann ja mal rüber berichten, vielleicht sagt das ja nachher die Eva Högel, gehen wir gleich mal rein und damit ihr hört, dass ich hier kein dürres Zeug rede. Und das habe ich mir ja auch alles hier rausgesucht aus verschiedenen Berichten, Fokus und Epoch Time und wo das halt hier so steht. Und ich mache gleich nochmal ganz zum Schluss nochmal eine grobe Zusammenfassung. Aber schalte ich euch nochmal um zur Werbeauftragten Eva Högel. Högel? Okay. So, meine lieben Zuschauer, das ist hier die Eva. Ja, heiße Högel, ne? Also vom 12. März, also noch ziemlich aktuell, sage ich mal hier, ne? Ich bin jetzt hier beim mdr.de Nachrichten. Werbeauftragte Bundeswehr altert und schrumpft weiter. Die Bundeswehr soll zu einer kriegstüchtigen Armee werden. Verbesserungen ließ im zweiten Jahr der Zeitenwende aber noch auf sich warten, erklärte Werbeauftragte Eva Högel in ihrem Jahresbericht. Es habe kaum Verbesserungen im Bereich Personal, Material, Infrastruktur gegeben. Die Bundeswehr altert und schrumpfe immer weiter. Und noch obendrauf geben wir ja jetzt Leopardpanzer, Waffen, Munition, Ausrüstung, Haubitzen, Marderpanzer, ne, alles geben wir jetzt rüber in den Krieg, in die Ukraine und das wird alles da kaputt geschossen, bleibt im Matsch stecken, wird von den russischen Hubschraubern alles abgeschossen und ja, das ist eine Atommacht und der Krieg hat noch gar nicht richtig begonnen und ganz ehrlich gesagt, also ich sag sofort Waffenstillstand, bevor wir uns hier völlig aufreiben, ist hier meine Meinung schon seit Kriegsbeginn. Ne? Der kann Ukraine nicht gewinnen und wenn hier keine Waffen aus Amerika oder Geld aus Amerika da reinfließen, Deutschland kann das nicht alles übernehmen, dann ist der Krieg eh direkt vorbei. Ne? In ihrem Jahresbericht mahnt die Werbeauftragte Eva Högel Personalprobleme bei der Bundeswehr an, außerdem mangelt es an Materialien, Infrastruktur, desaströs. Ne? Irgendwo auch mit Küche und Toiletten kaputt, alterndes Personal. Ich werde das hier nicht vorlesen, weil ich habe hier nochmal so einen O-Ton. Da gehen wir gleich mal rein. Ich wollte euch auch nur zeigen, dass ich mir die auch hier zusammensuchen muss. Da wird ja so gar nicht drüber berichtet. Ne? Es gäbe weniger neue Bewerbungen und die Abbrecherquote bei der Rekrutinnen und Rekruten bleibt hoch. Aktuell seien mehr als 20.000 Stellen unbesetzt. Frauenanteil stagniert demnach 15%. Jetzt mal ganz ehrlich, die Leute müssen ja ihr Leben opfern, sind ja Soldaten. Ich weiß gar nicht, wie da der Wehrsold ist. Wenn man da jetzt anfängt, so als Hauptgefreiter nachher oder Unteroffizier, was kriegen die 3.000 brutto, wenn es hochkommt? Ja, 3,5 brutto, das ist ja so schon die Fahnensteige erreicht. Und dafür sollen die Jugendlichen ihr Leben riskieren, wo jetzt hier Krieg droht. Da würde ich auch nicht anfangen bei der Bundeswehr, ne? Ganz ehrlich. Und
Andererseits, ich war ja auch 18 Monate bei der Bundeswehr. Es schadet keinen. Man ist von zu Hause weg, man muss sich da durchsetzen, man wird da sehr selbstständig und man muss da hören und das hat schon für viele einen Vorteil, aber ist ja jetzt weg und ja, lesen wir mal hier weiter, wenn ich jetzt hier den Bericht hier schon weiterlese, da wird mir auch schon wieder anders, also Frauenanteil, den gab es ja früher nur im Küchendienst, waren Frauen beschäftigt da und halt im Medizinischen, ne? Dass die hier, da waren, glaube ich, Ärztinnen, sonst waren das nur Männer halt, ne? Ja, aber jetzt können ja Frauen auch schon an der Waffe ausgebildet werden. Der Frauenanteil stagnierte demnach bei etwa 15%, ohne den Sanitätsbereich seien es sogar nur 9,8. Dies ist zu wenig, sagte Högel. Zahl der Bundeswehrsoldaten erneut gesunken. Auch im des Personals gibt laut Högel große Probleme. Sie nennt Fälle von Rechtsextremismus und sexuelle Übergriffe. Hier gab es laut Bericht eine Zunahme auf 385 meldete Ergebnisse, 49 Eingaben Betroffener. Es gehe um die gesamte Brandweite von blöden Witzeln bis hin zu Vergewaltigungen, sagte Högel. Oh. Die meisten Opfer seien Frauen, von einer hohen Dunkelziffer werde ausgegangen. Zu wenig Munition, zu wenig Panzer und zu wenig Flugzeuge. Und jetzt bleibe ich mal hier beim Flugzeug stecken. Wir kaufen aber für fast 10 Milliarden Euro 35 neue Kampfjets, ist das Lockheed Martin, F-35 Kampfjet, der in Büchel, Rheinland-Pfalz stationiert werden soll. Der Flughafen musste auch umgebaut werden und da waren die Kosten angesetzt auf 600 Millionen Euro. Und weil Rheinland-Pfalz, weil dieses Planungsamt von der Stadt unterbesetzt ist, muss das jetzt private Berater machen. Und deswegen kostet jetzt dieser Umbau, Arbeiten und Planung von privaten Leuten, da möchte ich wissen, wer sich da wieder hier bereichert und sich die Taschen voll macht, 1,2 Milliarden Euro und das muss ja, da kann ich ja nur hoffen, dass die AfD hier wieder einen Antrag stellt, damit hier das deutsche Volk, zumindest das im Bundestag besprochen wird, im Verteidigungsausschuss, dass das hier debattiert wird. Ich bin ja eigentlich wirklich froh, dass wir die AfD haben, die diese Themen zumindest mal in die Öffentlichkeit bringt. Wären jetzt nur die Altparteien dran, würden wir da überhaupt nichts von hören. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Es wird in den Landtagen und in dem Bundestag wird da debattiert. Und das wollen die Altparteien natürlich nicht. Und deswegen ist das auch immer da so laut. Ne? Und die Grünen schon mal gar nicht. Die wollen davon absolut nichts hören. Ne? Ja, bis 2031 nicht zu erreichen. Infrastruktur, viele Orte Deserteur, mich erreichen Schreiben von Eltern, deren Kinder soeben den Dienst angetreten haben in den Kasernen mit maroden Stuben, verschimmelten Duschen und verstopften Toiletten. Der schlechte Zustand der Kasernen sei teils beschämend und dem Dienst der Soldatinnen und Soldaten unangemessen. Das muss man sich mal vorstellen. So viel ich noch weiß, mussten wir als Wehrpflichtige Küche, Stube selber sauber halten. Ne? Das machen die Angestellten noch. Die fahren nachmittags nach Hause. Das ist ja normaler. Ne? Und dann muss man dann Leute für einstellen oder eine Reinigungsfirma. Und das ist zu teuer. Ja, hier haben auch schon die Personalstärke, sehe ich gerade. Högel schreibt, es seien im vergangenen Jahr vielen Berichten wichtige Weichen gestellt worden. Allerdings sei die Bundeswehr noch nicht am Ziel. Mit den bisherigen Ansätzen sei das Ziel, die Personalstärke der Bundeswehr bis zum Jahre 2031 auf 203.000 Soldaten zu erhöhen, nicht zu erreichen, warnte die Wehrbeauftragte. Also ich nehme an, dass man jetzt vielleicht 150.000 Soldaten haben. Grob geschätzt, wer da genaueres weiß, kann ja mal hier Bericht erstatten, aber wird keiner machen von euch, ich weiß es nicht. Ne? Die Wehrbeauftragte hilft nach Artikel 45b des Grundgesetzes im Bundestag bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte. Sie gilt aber auch als Anwältin der Soldaten, die sich jederzeit wenden können. Ich werde euch den Artikel gleich mal eben raussuchen, wenn ich ihn hier sehe. Putin wird sich angesichts solcher Tatsachen vor Lachen nicht halten können. Aber klar,
doch, wir müssen Russen. Schlimm, diese Kriegsgeilheit vieler Politiker. Ja, stimmt, der Krieg ist eher nicht, Videospiel ist mehr, ja, aber da geht aber keiner hin mehr. Ne? Stellt euch Krieg und keiner geht hin, weil da fliegen sowieso hier Mach 1,6 mit 3 Atombomben und da ist das ganze Atom mal verseucht. Oder Drohnen fliegen rum, Schallgeschwindigkeit, Raketen. Das ist ein ganz anderer Krieg und der wird hier verheerende Folgen haben. Da müssen wir uns ja mal ehrlich machen. Ne? Aber ich gehe euch mal eben hier zu dem Artikel, was haben wir da? Genau, hier im Grundgesetz 45b. Lese ich mal, kenne ich nämlich auch nicht. Mal gucken, was da drin steht. Nun, meine lieben Zuschauer, hier bin ich jetzt im Grundgesetz, Artikel 45b. Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter, im Bundestag berufen. Das nähere regelt ein Bundesgesetz. Ach so, dass die hier kontrollieren darf, ne? Artikel 45. Der Bundestag bestellt einen Ausschuss Angelegenheiten der Europäischen Union, erkannt möchte. Auf jeden Fall muss die da einen freistellen, der das hier kontrolliert. Und die ist ja halt dafür tätig, für die, ist das auswärtige Angelegenheit. Okay, das, ne? Also 45b, das ist denn jetzt hier, wer beauftragt hat, dass da eine, machen wir nochmal C, das scheint ja bei mir, und der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuss in Artikel 17, mit einem Beschwerden obliegt, also Prüfungsbeschwerden nach einem Bundesgesetz. Also wird alles hier in Deutschland geregelt, alles hier, ne? Okay. So, und zum Schluss habe ich hier bei Reuters, hier bei YouTube, einen kleinen, hier bei FAZ, einen kleinen Film. Ich hoffe, ich kann das hier abfilmen, dass das okay geht. Und werden wir sehen, ob das hochgeladen wird. Ich lasse euch diesen kleinen Film nochmal ablaufen. Ne? Wehrbeauftragte Eva Högel, Bundeswehr, nicht vollständig einsatzbereit und die Haubitzen, die wird ja auch schon nicht mehr, die sind, glaube ich, alle in der Ukraine im Einsatz, sage ich es mal. Okay, hört mal rein. Nicht vollständig einsatzbereit. So lautet das Urteil der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Eva Högel, über die Bundeswehr. Nach wie vor seien substanzielle Verbesserungen bei Personal, Material und Infrastruktur nötig. Das geht aus Högels Jahresbericht 2023 hervor, den die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin vorstellte. Ich muss leider feststellen, die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Es fehlt an Munition, an Ersatzteilen, an Funkgeräten, es fehlt an Panzern, an Schiffen und an Flugzeugen. Dennoch gehe es voran, sagte Högel. Die Zeichen der von Bundeskanzler Olaf Scholz verkündeten Zeitenwende seien sichtbar. Fast 2 Drittel des Sondervermögens mit einem Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro seien mittlerweile vertraglich gebunden. Laut Wehrbericht hat die Bundeswehr aber nach wie vor ein enormes Personalproblem. Zum Thema Personal habe ich keine guten Neuigkeiten und keine guten Botschaften, denn die Bundeswehr altert und schrumpft. Wir hatten zum Jahresende 181.514 Soldatinnen und Soldaten, davon 24.380 Frauen. Das sind 13,43%. Insofern begrüße sie, dass die Diskussion über eine neue Wehrpflicht an Fahrt aufnehme, sagte Högel. Das Thema Personal sei ganz deutlich auf der politischen Agenda angekommen. Högel betonte, zusammen mit den Partnern sei die Bundeswehr in der Lage, ihren Verpflichtungen zur Landes- und Bündnisverteidigung nachzukommen. Es sei wichtig, der Ukraine zur Verfügung gestelltes Großgerät so schnell wie möglich wiederzubeschaffen. Die Bundeswehr stehe aber dazu, der Ukraine das zur Verfügung zu stellen, was sie in ihrem Abwehrkampf gegen Russland benötige. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ich dann höre hier, wir müssen wieder eine Wehrpflicht einführen für Krieg gegen Russland. Das war ja zu meiner Zeit, hat man ja nie mit waren wir ja nicht so nah am Krieg dran, aber war vielleicht eine NATO-Übung. Aber heute ist das ja eine ganz andere Zeit und wir stehen ja ganz knapp davor, hier sollten wir den Taurus-Marschflugkörper liefern auf Umwegen und irgendwas da Moskau angreift oder St. Petersburg, das ehemalige Stalingrad. Und ja, aus der Geschichte her dürfte eigentlich hier keine einzige Munition gegen Russland verwendet werden. Ich verstehe
teilweise auch unserer Politiker nicht mehr. Und hier hat ein Bundespräsident auch die Frechheit, noch nicht mal mehr Wladimir Putin zur Wahl zu gratulieren. Das sah ja unter Merkel, unter Schröder noch ganz, ganz anders aus. Da kann man sehen, was sich hier mittlerweile getan hat. Und da ist auch, wie ich immer sage, auch hier die NATO, der Westen schuld, NATO-Osterweiterung, muss man hier ganz klar sagen, hier haben die Amerikaner auch ihre Hände mit im Spiel. Es geht ja um geopolitische Veränderungen. Die Amerikaner wollen mit der NATO-Erweiterung, da verschieben die ja auch Grenzen. Das sind ja alles zwar freie Staaten, aber wer in der EU möchte, der kommt auch letztendlich nachher auch in die NATO. Und die Ukraine ist flächenmäßig viel zu groß. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Ich werde jetzt hier diesen dritten Teil hier beenden. Und ich denke mal, ich habe jetzt hier ja mit Eurofighter, das kostet nochmal eben 10 Milliarden. Ja, da kostet einer 286 Millionen Euro. Mal gucken, wie die Instandhaltungen, das müssen ja alles auch amerikanische Ingenieure und Techniker machen. Da dürfen die Leute von Airbus oder Rheinmetall gar nicht dran gehen. Und da heißt es hier nukleare Teilhabe. Es ist schon irgendwo ganz erschreckend und ich denke mal, wir haben das Geld eigentlich ganz woanders nötig in Bildung, Kinderarmut, Altersarmut, zu wenig Wohnungen. Schaut euch unsere Infrastruktur an, schaut euch unsere Schulen und Hochschulen an. Alles ganz, ganz erschreckend, alles verlässt hier Deutschland. Die Besten sind schon weg oder gehen gerade und der Mittelstand geht entweder kaputt oder muss hier bleiben und bleibt bis zum Schluss hoch, aber, und dann holen wir uns noch die Ärmsten hier ins Land. Da müssen eigentlich die Gelder angesetzt werden. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist. Wir werden bei den nächsten Wahlen sehen, was hier passiert. Okay, dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich mache mal ein Schlusswort. Doch noch. Ja, meine Lieben, also erstmal danke, falls ihr jetzt die drei Teile gehört habt. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr hier wie ihr mit den Worten umgeht, nukleare Teilhabe, Infrastruktur in Büchel muss renoviert werden. Da lagern Atomwaffen von den Amerikanern, weil die Deutschen ja keine haben dürfen. Und in Amerika sind jetzt schon 450 F-35 Kampfjets im Einsatz. Technische Fehler, Mängel, Fliegersturz ab, Instandhaltung. Kostet den amerikanischen Steuerzahler an die 1,3 Billionen US-Dollar. Ja, da ist immer die Frage, wer kontrolliert das alles? Und klar, wie ich eben schon sagte, sagt denn so ein Herr Kiesewetter, wir müssen nochmal 300 Milliarden neue Schulden aufnehmen, um das Ganze hier mit modernsten Waffen, Drohnen, U-Booten, das geht ja da auch weiter. Vielleicht braucht Deutschland ja irgendwann mal einen eigenen Flugzeugträger. Man weiß es nicht, wie sich das hier alles in den nächsten 5 oder 10 Jahren verschiebt, weil Amerika will sich vielleicht mehr auch auf China konzentrieren. Das ist ja auch ein aufstrebendes Land. Aber menschenmäßig sind hier die Asiaten so viel mehr. Ja, da leben 2 Milliarden Menschen in China und stellen die alle unter Waffen und die sind viel strebsamer, viel wissbegieriger und die bauen jetzt den zweiten Flugzeugträger und die können schon locker mit den amerikanischen mithalten und da rührt das dann auch her. Und wenn natürlich Putin dann auch weiter sich mit China verbündet, dann, und Frankreich, unsere Bundeswehr, müssen wir richtig Geld investieren, neue Schulden machen, aber dass dieses Geld, wie ich eben schon sagte, fehlt an anderer Stelle in Gesundheit, Bildung, ganz wichtig eigentlich, Schule, Hochschule, Infrastruktur, Wohnungsbau, Altersarmut, Pflegeheime und dann holen wir uns noch zusätzlich die Ärmsten der ärmsten Leute hier ins Land, die weder lesen, rechnen und schreiben können, das sind ja auch arme Kreaturen, da reden wir hier von Fachkräften, oder von Arbeiten, die müssen wir ja erstmal auf die Grundschule schicken oder erstmal ausbilden, die meisten von denen. Und dann wären natürlich viele, nicht alle, aber lass nur 10% von den Einwanderern und Flüchtlingen, die kommen, hochkriminell werden, die unsere Frauen abschlachten, Mädchen vergewaltigen, unsere jüngeren Schüler, die haben Angst, zur Schule zu gehen und die sind dann nachher auch da in der Minderheit. Das wird noch schlimmer werden. Und da ist denn kein Geld für die Polizei, Grenzschutz,
oder Zugbegleiter, was man alles hier, was ich schon für Filme hier hochgeladen habe. Auch hier in Erkrath und in Hilden werden Mädchen vergewaltigt um 8 Uhr abends. Oder hier zwei Mädchen, die von der Party nach Hause gehen. Da fährt ein Auto hinterher und bedroht die Mädchen mit Messer und sticht die dann noch halb ab. Da ist das hier bei uns schon angekommen. Ganz klar. Und das wird auch bei euch ankommen, ne? Und die Großstädte wie hier Ruhrgebiet oder Köln, Duisburg, in manchen Stadtteilen, Berlin, Hamburg, die habe ich auch schon mal aufgezählt, München, schaut euch da mal den Bahnhof an, der zerfällt ja da. Das ist unfassbar, wie hier wir hier eigentlich nachhinken, weil das Geld ja hier fehlt. Und das ist eigentlich Söderland, das ist eigentlich ein erschreckendes Bild, wenn man in so eine Stadt kommt mit so einem kaputten Bahnhof. Schaut euch mal Stuttgart 21 an. Wie lange die da schon dran bauen? Bestimmt schon seit 10, 15 Jahren. Und das Ding ist eigentlich ein Totalschrott, weil er ein Gefälle hat, wo der Kinderwagen so wegrollt. Alles unfassbar, was hier eigentlich geplant wird. Hätte man den Alten eigentlich erhalten lassen können, ein bisschen modernisieren, reicht doch. Aber wie gesagt, das alles hier, dieses grüne Denken, genau wie jetzt, aber da mache ich jetzt noch mehrere Videos zu, Habeck mit seinen neuen Gasleitungen, das... Jeder zweite Haushalt ist betroffen. Es wird bald kein Gas mehr geliefert. Und dann bin ich auch mal gespannt, wann hier die Benzin- und Dieselpreise, wenn das jetzt mit den Elektroautos nicht klappt, dann ist ja stark rückläufig. Dann werden die sagen, ja, dann müssen wir halt die CO2-Steuer um 50% erhöhen, oder 60% oder 100%, dass das Tanken 5 Euro kostet, der Liter. Und dann bin ich mal gespannt, was dann die Autofahrer hier sagen. Ich wäre ja auch betroffen. Das ist noch alles hier können sich viel leisten. Uns geht's noch zu gut. Und die Bauern protestieren ja auch nicht mehr. Da hört man nichts von. Aussehen können die bei dem Wetter überhaupt nichts, weil es ja nur regnet. Wie ihr seht, ich komme von der Bundeswehr zum Gesundheitsminister, zur Bildung. Da kann man überall diese 14 Töpfe aufmachen, überall alles total marode, alles unterfinanziert, jeder braucht da Geld und hier Steuereinnahmen von 1000 Milliarden Euro Steuereinnahmen, da frage ich mich, wo ist das Geld geblieben? Da muss man ganz klar sagen, Deutschland immer zuerst unsere Schüler, unsere Schulen, unsere alten Leute. Und bevor man sich hier immer weiter neue, fremde Kulturen hier nach Deutschland holt, Tendenz steigen und die innere Sicherheit wird immer weiter kaputt gehen. Aber gut, das führt jetzt hier zu weit, Video schon viel zu lange wieder. Ja, aber so ist es doch. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Ich bin schockiert. Da stimmt der Satz, weil ich auch schon hier in einigen Kommentaren von euch lese, geliefert wie gewählt. Ne? Da muss man sich mal mit CDU und Grünen wird das nicht besser. Mit CDU, SPD wird das auch nicht besser. Mit einer Jamaika-Koalition wird das auch nicht besser. Haben wir ja unter Merkel alles schon erlebt. Dann lieber nicht regieren als so regieren. Vielleicht brauchen wir auch noch ganz neue Parteien. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Lösung. AfD hat teilweise gute Ansätze mit einer direkten Demokratie. Aber da sind ja auch ein paar Punkte bei mit dem ganzen Sozialstaat, Rente, Mindestlohn. Wie steht die AfD dazu? Gibt es da irgendwie neue Erkenntnisse? Kann da einer mal was zu reinschreiben, wer da jetzt in der Partei nahe ist oder drin ist? Ich habe da noch nichts gefunden. Und ich bin mal gespannt, wie da soll ja so ein TV-Duell stattfinden zwischen Mario Vogt und Björn Höcke. Mal schauen, ob das stattfindet in der Welt. Und das müsste eigentlich im ARD statt oder ZDF, aber man will ja keine Rechtsradikalen oder Faschisten einladen. Ja, so stellt man die AfD ja auch nicht. Man muss die AfD, wenn die linke Seite das möchte, muss man sachlich stellen. Aber ich sag mal so, in manchen Themen haben sie recht. Ganz klar und direkte Demokratie gehe ich mit. Keine Waffenlieferung, keine Tauruslieferung an die Ukraine ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist für mich, Grenzen zu und keine mehr ohne Pass reinlassen. Und die Kriminellen müssen Deutschland leider verlassen. Sonst haben wir nachher Zustände wie in Österreich. Ich habe ja auch Zuschauer aus Österreich und Schweiz. Grüße gehen raus. Hier in Graz. Wenn ich dann Gerald Groß höre, wer aus Graz jetzt hier zuhört, berichtet doch mal bitte, gibt es da wirklich Stadtteile, die nur von
neuen Fachkräften da belagert, kontrolliert wird, sagte Gerald Groß. Und Wien, wenn ich dann höre, wie viele Mädchen da abgestochen, unter Drogen gesetzt werden, irgendwo ausgesetzt werden und da gehen die Leute vorbei und die Person stirbt da langsam vor sich hin. Was ist hier los? Wo ist denn da das Ende? Könnt ihr mal berichten, ich glaube, ich habe einen, wer heißt der, Herr Haag oder so, der schreibt jetzt ja auch hier in meinen Kommentaren rein, könnt ihr ja mal nachlesen. Wie ist da die Lage in Wien? Weil ich war einmal in Wien und das hat mir sehr gut gefallen. Da war das aber noch vor dieser Flüchtlingskrise, ich war 2013 da, für eine Woche. Klasse, ne, ganz, ne? Ist auch Schönbrunn oder Belvedere, da überall Bänke, Eisbahn, Rathaus und hier Hof, Wiener Hofburg. Aber ich weiß nicht, ob da sind ja mehr Touristen. Ich weiß nicht, wo da die Außenbezirke hier mit neuen Migranten überschüttet, überhäuft werden, wo die Polizei nachher mal nicht mehr kontrollieren kann. Das muss man sich eigentlich wirklich vor Ort anschauen. Und das, da müsste man eigentlich draus berichten. Mal schauen, ob man dieses Jahr nochmal dahin fahren. Das sieht ja in Berlin, hier im Ruhrgebiet, in manchen Stadtteilen nicht anders aus, ne? Und das kostet den deutschen Steuerzahler pro Jahr 50 bis 60 Milliarden Euro. Tendenz stark steigend, ne? Weil ja jeden Monat 20.000 neue männliche überwiegend hinzukommen, die nachher ihre Familien nachrücken können. Und die kriegen dann hier schon neue Bürogebäude, die hier leer stehen in Düsseldorf. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Da kommen 700 rein, da kommen 900 rein. In Baden-Württemberg das gleiche Thema. Und ich wette mit euch in manchen Bundesländern oder in Städten auch das gleiche Thema. Aber das ist jetzt hier wieder alles allgemein gefasst, aber unfassbar. Okay, ich sag mal, bis zum nächsten Video.